Thema dieses Abends, das Thema, auf das alle gewartet haben. Na, Corner, gell? Corner drauf gewartet. Die PS5 Pro ist vorgestellt worden und Sony lässt sich nicht lumpen. Die PS5 Pro wird für 800 Euro in den Handel kommen, ohne Laufwerk. Ja, kannst du für 100 € das dazu kaufen. Dann hast du 900 Euro für eine Konsole ausgegeben, fallen noch 300 Euro und du hast einen ausgewachsenen Gaming-PC. Ja, richtig. Sigi auch so, das Ding ist halt einfach, ja, es wird sich verkaufen, also es wird sicher ein paar Enthusiasten geben, die kaufen die. Es wird kann nicht nur Enthusiasten kaufen sich Gaming-PCs. Es wird sich verkaufen, es werden genug Kinder in Papa und die Mama ewig die Ohren voll jammern, wie cool und wie wichtig die neue PlayStation ist für ihr soziales für ihr sozialen Stand in der Schule und so weiter und so fort. Und die Jungen und jungen Erwachsenen, die schon nebenbei Geld verdienen, aber zocken wollen, werden sich die kaufen. Sie wird Abnehmer finden. Nur findet ihr, dass man jetzt konsolenmäßiger als im Preisgefilden unterwegs sind, wo immer denkt, puh, what the fuck? Ja, das ist ja, das ist, ich meine, Sony hat keine Konkurrenz. Ja, Microsoft hat verkackt. Nintendo ist eigener, ist kompletter eigener Markt, kannst du sagen. Die einzige Konkurrenz von Sony ist der Gaming-PC. Ja, und Cloud Gaming. Und Cloud Gaming, ja. Und, Aber aber natürlich die das Problem ist, du nagelst mit 300 Euro, nagelst die fest, hast in dem Ökosystem keine andere Möglichkeit außer den Sony-eigenen Shop. Du hast nichts, du hast keine Möglichkeit. Third Party. Also, wenn ich jetzt Epic Gaming wäre, Epic Games wäre, würde ich ja jetzt langsam mal bei der EU eine Klage einbringen, oder? Ich will doch Epic Games da auch auf die PlayStation bringen. viel Spaß. Ja. Das ist jetzt, wir kämen jetzt, Sony hat keine Konkurrenz, du hast es ja gerade selber gesagt, Na, Sony hat, weil Microsoft switcht auch mehr zum Gaming-PC. die Xbox ist ein cooler Style, ich finde sie designmäßig, schenken sie Besser. sich beide nichts, sind eh beide hässliche Klumpen. Ja, aber die Xbox ist zumindest einfach ein normales Rechteck. Ja, genau, auf einem Würfel, Weil nicht es, ich meine, das muss man ja sagen, das ist für Sony, das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Ich habe die normale PS5. Und es ist, wenn du dir von, ich kriege gar kein Geld dafür, von Deep Rand dieses Case kaufst, wo das dann halbwegs normal ausschaut und der Lüfter ausgeschnitten ist. Hast du die bessere Kühlleistung? Sony schafft das nicht. Weil man denkt, das ist ja ein Armutszeugnis. Deep Brand, Warte mal, wo? ich tue es da. Es ist wirklich, es ist erstaunlich, wie wenig da. Also, es braucht erst. Nein, es braucht eine Zubehörfirma, die es schafft, eine Konsole dann zu machen, die noch nicht überhitzt. Ich meine, sie überhitzt jetzt nicht, aber dass das kühler damit läuft. Ah, okay. Weil Sony Coole das ja nicht Webseite. ausgeschnitten, Sony hat ja das nicht ausgeschnitten. Echt. Nein, für Scheiße. du, für 800 € darfst du nicht viel erwarten. Ich meine, bei der 9 ist hoffentlich besser, aber das war halt bei der 5er. Ja, ich weiß nicht, ob es bei der 9 besser ist. Es war die PS4 Pro A lauter als die PS4. Ich Ja, habe du wärst lachen. hab PS4 Pro gehabt, also die war schon ordentlich Also, beim du Schwitzen. wärst lachen. Ich bin wirklich beim Überlegen, ob ich mir für mein 5er für GTA 6 nicht einfach so eine Plates bei Deep Rand bestelle. Ja, sicher. Wo ich mir auch wieder denke, ja, okay, sein jetzt auch wieder, was kostet denn der Spaß? Sein halt auch wieder $60 plus Versand, weil das wird wahrscheinlich
ich nachher eh noch einmal 30 Euro Versandkosten nach Oder Europa. du verkaufst die 500 Holsteiner Pro. Ja, sicher. Können wir mal. Und danach lasse ich mal auf die Stirn Können wir tätowieren. mal Ja, zu den was weiß Fakten. ich was. Also, sie hat wie viel 7 statt wie viel 6? Sie hat 33,5 Teraflops statt 10,28. Sie hat eine größere GPU. Der Speicher ist schneller und das Rendering soll 45% schneller sein. Sie haben Ja. einen eigenen Upscaler. Das ist ja das, was es am PC ja schon länger gibt. Bei Nvidia ist es Genau. DLSS. Das ist der AI-Scaler. Also bei. Allerdings kann man noch nicht viel dazu sagen, weil sie haben auf der Demo nur alte Spiele gezeigt. Genau. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, wow, da muss ich jetzt ja unbedingt Ja, upgraden. die CPU und die GPU kommen wieder von AMD. Das heißt, beim Upscaler werden sie wahrscheinlich Abwandlung von AMDs eigenen FSR verwenden, der, wie ich finde, eh schon ganz gut funktioniert. Er ist bei weitem nicht so gut wie DLSS, aber ist gut. Du hast noch zumindest die Möglichkeit, Spiele in einer niedrigeren Auflösung zu spielen und die werden halt aufgerechnet auf die gewünschte Auflösung. Ist schon einmal nett, ist okay, ist es besser wie Anti-Aliasing. Aber ja, fassungslos hinterlässt mir eben hauptsächlich der Preis, weil auch wenn jetzt da die technischen Infos eigentlich ganz gut klingen. Wie alt ist die PS4? Das ist jetzt 4 Jahre, oder? Der ist zu Pandemiebeginn so quasi auf den Markt gekommen. Halbes Jahr vor Corona, gell? 2019. Im Herbst 2019, oder? PS5. Ja, die war ja noch ein Boah, gute kurzfristiger. Frage. Ja, na, April 2019. November 2019, ja, genau. Die war ja noch ein Jahr mal überhaupt zu haben. Oder kaum zu kriegen. Genau. Ich meine. Die Leistungsfähigkeit, also die Zusatzleistung, die wir so jetzt ausholen, das ist für mich ganz normale Hardware-Weiterentwicklung. Das ist Ja, einfach genau, eine ja. Iteration der bestehenden Hardware ein bisschen ausgebaut. Das ist nichts in meinen Augen, was ein Aufpreis von fast 100% rechtfertigt. Na, das ist ein Aufpreis von 100%. Was kostet die PS5? 400? Naja, ich glaube 500. Ohne Laufwerk, PS. D ohne Laufwerk. Ach so, warte mal. Ja, so, es gibt ja PS5. Ohne Laufwerk. So, die gibt es ja mal. Also mit 2 können nur Okay. 513 Okay, dann Euro. ist es Aufpreis von 80%. Ist wurscht. Wie gesagt, die Hardware-Weiterentwicklung, das ist für mich ganz eine logische Entwicklung für die letzten 5 Jahre. Wenn man bedenkt, wo AMD vor 5 Jahren gestanden ist mit ihren CPUs und mit Grafikeinheiten, wo AMD jetzt steht, haben die quasi nur die neueren APUs von AMD verbaut und verlangen dafür jetzt einfach einen satten Aufschlag. Während auf der anderen Seite die im Retail-Markt die AMD-APUs preislich ungefähr auf dem gleichen Level wie damals sind, inflationsbedingt bissig gestiegen sind, aber nicht um 80%. Also das finde ich schon einmal hart. Jetzt gibt nachher noch dazu, dass, so wie du gesagt hast, haben eh mittlerweile schon fast am Markt beherrschende Stellung, weil Nintendo mit der Switch ist komplett ein anderes Universum, kannst du sagen. Ja. Also keine Welt für AAA-Titel, dann Ja, hast ich meine, du. kommt drauf an. Ich meine, gut, jetzt kannst du sagen, ist Zelda Breath of the Wild und Tears of Kingdom, okay, ist ein AAA-Title. Ja. Ist halt, es ist aber ein anderes Eben Ökosystem. Es gibt es nirgends anders anders. Ökosystem. Und das hat halt Sony, ja, ich meine, gut, man muss aber Sony eins verstehen, da sind halt andere Sparten, die schlecht Ja, dastehen. sicher. Und jetzt natürlich sagen die, okay. Aber für mich rutschen die jetzt mittlerweile in so eine Art marktbeherrschte Position eine, als dass also DSA von EU aus mittlerweile dort zum Zirgen kommen könnte und dass wirklich Steam,
Epic Games und so weiter sagen können, hey, Leitl, die PlayStation, die hat da marktbeherrschende Stellung unter den Konsolen, unter den Next-Gen-Konsolen. Wir wollen da auch unsere Sachen verkaufen. Du, ich würde es sogar, Dann könnte es aber wieder ich würde das interessant so, werden. Dann könnte die Hardware gut, wieder interessant werden. das könnte schon bei Nintendo auch sagen. Die sind. Ja, ich glaube, von den reinen Verkaufszahlen schenken sie sich nichts, gell? Nintendo Switch. Ich glaube, Nintendo Switch ist sogar besser. Man könnte sogar sein, dass die Nintendo Switch sich wirklich richtig gut verkauft hat. Da, Wikipedia. 143 Millionen. Wupp. PlayStation 5. Ohne 60 Millionen. Okay. Gut, die Switch gibt es ein bisschen länger, Ja, ja. gibt's ein bisschen länger, stimmt, ja. Aber ja, na, ich bin jetzt nicht, ja, es wundert mich nicht, aber das sind halt die Frage ist halt, ich stell mir ja da wirklich, aber ich wäre jetzt bei dir. Es gibt halt auf der PlayStation ein paar es gibt Exklusivtitel, die halt nur für die PlayStation rauskommen. Ja, ist die Der Klassiker wird halt sein, ich meine, es Sony war es gibt halt. ein paar Exklusivtitel, die zuerst nur für die Ja, PlayStation ich weiß halt rauskommen. genau an, Sony profitiert halt extrem von GTA. Ja. Weil jeder, der GTA spielen will, und das sind nicht wenig Leute, GTA 6, Ja. der wird sich wahrscheinlich zwangsmäßig ein PS5 kaufen. Ob das jetzt ein normale oder ein Pro ist, ist wurscht, aber er wird sich auch nicht besorgen. Aber wie gesagt, bei dem Preis, dann legst du nochmal 200, 300 € drauf, dann hast du einen Gaming-PC, der was GTA auch ohne Probleme wuppt. Ist schon klar, Leute, du willst ja GTA 6 schnell spielen. Ja. Du willst ja nicht 3 Jahre warten. Ah ja, stimmt, genau. Das ist ja das. Und Kommt das GTA ist, ich meine, exklusiv nur für die PlayStation? GTA 6 kommt im Moment nur für die PlayStation. Okay, ja gut, das ist. Und das war Ja, natürlich. Ja, der Stunt ist dann nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich tu mir das schwer. Also, wie gesagt, ich habe nichts gegen Konsolen mehr. Ich hab selber eine Switch gehabt, ich habe selber eine PS4 Pro gehabt, ich habe Ich jetzt mag ein Steam Deck. Konsolen, ich finde die auch super, weil das halt war halt einfach einschalten, spielen. Einschalten und spielen, genau. Nur halt, was dann dazu kam, ist, was mir jetzt nur weniger stört, aber es ist halt für manches, muss ich auch einplanen, PS Plus oder du brauchst ja ein Abo, damit du online spielen kannst. Ja, gut, das Das brauche ich kommt nicht. ja auch noch dazu, das brauche ich beim PC auch nicht. Nein. Und das sind halt so viele Dinge, wo sagst, es wird dann schon mit der Zeit halt sehr, sehr unattraktiv. Vor allem die Spiele, die dann im PlayStation Store deutlich teurer sind, als wenn du dir physische Kopien im Geschäft holst, die im Endeffekt ja auch nur eine Nutzungslizenz sind. Das Spiel wird das so oder so runtergeladen. Richtig, das ist Weil wurscht. aber laden eh schneller geht wie vom Laufwerk installieren wahrscheinlich. Vor allem, du hast ja nebenbei, das ist ja das Nächste, was dann super lästig ist bei manchen PlayStation-Spielen. Wenn du die CD-Version hast, dann hörst du immer nur das DVD-Laufwerk oder das Blu-ray-Laufwerk mit Tackern. Genau, ja. Und Also da musst du das. du musst den immer eingelegt haben, um das zu Ja. spielen. Ja, sie wissen, wie sie es gut machen, dass irgendwann sagst, ah, wisst ihr was, leckt's mir, ich kaufe das digital. Ja, klar. Und ich meine, ich weiß ja, ich werde mal GTA 6, werde ich mal selber wahrscheinlich beim Release kaufen. Also, das wird sicher so sein, würde mich nicht überraschen. Wahrscheinlich nehme ich mir dann nach 2 Wochen durchleihe GTA spielen oder eine Woche. Passt. Und wenn du dann fertig bist, gib mir eine Woche vorbei. Ich kann da danach wahrscheinlich gerne mal PlayStation Oder leihen. so. Also, es ist mir relativ wurscht. Also, das ist kein Thema. Wenn sie es überleben haben. Ja.
Deshalb wäre immer wahrscheinlich diese Plates, diese Also ich Online-Karten. bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Alter, boah, ich tue mir da echt schwer. Also ja, keine Ahnung. 33,5 Teraflops. Ja, ich kann mit der Zahl hätte ich anfangen. Was liefern denn aktuelle Grafikkarten so? Ich meine, es ist sicher ein nettes Upgrade für die PS5. Ich finde es halt für mich persönlich, ich würde es zu teuer finden. Also um das Geld kannst du wahrscheinlich zwei gebrauchte PS5 kaufen. Warte mal, schauen wir mal, was bei Will haben, eine PS5 gerade kosten Keine wird. Ahnung, ich schaue gerade. Die günstigste AMD, die ich da in Geizhals in der Listung drin habe, die kostet 260 Euro, ist RX 7600. Die hat schon 45 Teraflops. Also, du kriegst jetzt ein PS5 mit Disklaufwerk und glaube ich zwei Controller gebraucht für 3,95. Naja. Also, um das Geld, sage ich da ganz ehrlich, da riskiere ich zwei, da kannst du zwei PS4, PS5 normal Ja. riskieren. Gebraucht. Also, ja. Ja, also zum Release von der PlayStation habe ich mal den Spaß gemacht und also vielleicht habe ich den Link nachher noch ein, wenn ich finde, habe ich mal in Geizhals so ein, einfach so Einzelkomponenten zusammengeklickt und auf die Wunschliste getan. Ein kleines wohnzimmertaugliches Gehäuse. Also etwas, was man sich neben den Fernseher hinstellen kann, was nicht stört, was nicht auffällt wie so PlayStation. Und ich bin mit allen Komponenten zusammen gerade mal auf 1100 Euro gekommen. Bin da aber nachher auf 32 GB RAM, 2 TB SSD und einer relativ starken Grafikkarte und einem 8-Kern-Prozessor gelandet. Nein, also Also das, ich stimme da ja vollkommen zu. Es macht ja Sinn. Das ist nur, wenn du in das Sony-Universum bist, also für die das Exklusivtitel PlayStation-Universum, dann ja. dann kommst du nicht aus. Aber sonst brauchst du eigentlich, kannst du einen Gaming-PC kaufen. Brauchst du nicht Und das überlegen. muss nicht einmal 1100 Euro Gaming-PC sein. Dort reicht wahrscheinlich eine günstigere Konfiguration um 800 Euro schon für den Spaß. Naja, vor allem. Ich finde, du kannst halt irgendwo leichter rechtfertigen. Als Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich brauche ja sowieso einen Computer daheim, dann kannst du sagen, ja, okay, dann kann ich ja 1.500 oder 2.000 Euro rechtfertigen, wenn das mein einziges Gerät dann ist, was ich zum Arbeiten und zum Spielen verwende, sage ich, ja, Genau, okay, wenn passt. es jetzt nachher noch deine Workstation ist, um keine Ahnung, Videos zu schneiden, Fotos zu bearbeiten und Kannst was auch sagen, immer, okay, super. dann hast du perfekt in einer Kombination. Und man kann auch mit dem PC dann gemütlich auf dem Sofa rumlümmeln und am Fernseher zocken, so mache ich es. Also, Geht alles, also wenn es ist machbar. bei mir geht es HDMI-Kabel direkt zum Fernseher und verbunden bin mit dem Bluetooth-Controller und ich habe am Couchtisch noch eine kleine Tastatur mit Touchpad. Perfekt, ich kann das sogar das Windows bedienen. Was ich ja nicht einmal muss, weil bei mir sowieso automatisch Steam Big Picture startet und dann habe ich eh quasi eine PlayStation-Oberfläche. Richtig, ja. Ja. Also, ja, ich, ja. Gehen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, das haben wir durchgekaut.